Ja, Palim, Palim, meine werten Pinselleckerinnen und Pinsellecker, meine werten Brettspielenthusiasten. Und zwar, wir sind am vierten Adventssonntag angekommen, Heiligabend. Und dementsprechend gibt es jetzt das vierte Video in unserer Rätselreihe für das Weihnachtsrätsel. Ihr habt ja hoffentlich vorab die anderen Videos alle gut durchgeschaut und vielleicht schon eure Tipps abgegeben. Auf alle Fälle soll dieses Video dazu dienen, euch noch weitere Tipps zu geben und eine kleine Zusammenfassung zu machen für alle, die noch nicht so weit auf der Reise sind und natürlich auch, um die Preise zu präsentieren. Ja, der Roman wird jetzt einmal die ersten Tipps abgeben von den ersten Videos. Genau, also drei Videos mit einmal mehr und einmal weniger Tipps. Ein großer Tipp war natürlich dieses Bildchen. Ja, was ist dieses Bildchen? Es ist nicht irgendeine Steinmalerei oder sonst Steinhauerei in irgendeiner Art und Weise, sondern dieses Bild stellt quasi den Spielinhalt, also einen Spielinhalt dieses Spiels dar. Ja. Der weitere Tipp war natürlich der Name Gygax, aber nicht im direkten Bezug zum Spiel natürlich, sondern vielleicht zu einem gewissen Jahr, wenn man so sagen kann. Ja, Ja. richtig. Und ganz, ganz wichtig, der Tod, geschweige denn das Leben, hat eigentlich keinen Zusammenhang in Bezug zu Gygax. Ja. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man rechnet Plus oder man rechnet Minus mit der genannten Zahl. Eines vielleicht bekannten Werkes von Gygax. Ja, eines sehr Vielleicht. bekannten Werkes. Vielleicht. Vielleicht hat Vielleicht man kennt man es es. irgendwo erspähen können. Ja, genau. Genau. Vielleicht die Rahmenbedingungen noch zur Rätsel-Einsendung. Die Einsendung, also, oder Einsendeschluss ist am 31.12.2023 um 24 Uhr. Pro Teilnehmer, Teilnehmerin gibt es genau eine mögliche Antwort. Diese Antwort, wenn sie richtig ist, kommt in einen Pott. Und je mehr Leute das natürlich in diesem Pott sind, gibt es dann einen sogenannten Zufallsgenerator, der was dann unsere drei Pakete mehr oder weniger einfach verteilt. Also, was ist Paket 1? Paket 1, Race to the Newfoundland von Martin Kallenborn, Jochen Scherer, ein Spiel für 2 bis 4 Leute ab 10 Jahre 60 bis 90 Minuten und natürlich von unserem Spieleladen des Vertrauens zur Verfügung gestellt, ein Gutschein von 10 Euro. Nochmals Dankeschön an das UPET, die uns da wirklich tatkräftig unterstützen. Schaut auch selbst in den Shop. Nehmt euch ein paar Brettspiele mit nach Hause, es zahlt sich auf alle Fälle aus. Genau. Zweites Paket, einmal aus dem Hause Biertnik, ein Familienspiel, Golden Horn von Venedig nach Konstantinopel für 8 Jahre plus von 2 bis 4 Spielern. Und hier ist natürlich noch weiterführend genauso dabei ein UPET-Brettspiele-Gutschein im Wert von 10 Euro. Also auch von mir herzlichen Dank, lieber Julian, für diese Unterstützung. Und da legen wir noch darauf, bitte als völlig Unbekannte und Nichtkenner, Pokémon. Pokémon Spiel Level 2, Karmesin und Purpur Entwicklungen in Paldea Build and Battle. Okay, das war Paket Nummer 2 und Paket Nummer 3 ist physisch nicht vorhanden, außer unsere leiblichen Körper. Denn Paket 3 wird sein, diese jeweilige Person, Maschine oder was auch immer, darf sich mit uns in Kontakt setzen und wir werden zusammen einen Abend verbringen, ob das entweder ein Ambient Gaming ist oder ein Painting Workshop im Sinne von einem, ja, Personal Training, kann man das so sagen? Ja, Ja, vielleicht so. eine Ja. Unterstützung. Genau. Oder einfach ein gemeinschaftliches, wir malen mit dir gemeinsam dein Brettspiel an. Also, die drei Pakete gibt's. Nachdem ihr heute hoffentlich das Video seht und wir es eigentlich gestern aufgenommen haben, in die Zukunft gereist sind und somit heute jetzt die Antwort geben können oder quasi die Aussage geben können, wünschen wir ein frohes und besinnliches Fest, einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Wir werden Sie dazwischen nochmal melden, vielleicht mit einem Recap, wenn wir noch Lust und Laune haben für das Jahr 2023. Und sonst herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen, fleißig kommentieren, liken. Und ja, wir sagen wirklich von ganzem Herzen herzlichen Dank und freuen uns auf 2024. Wenn ihr noch keine Lust mehr habt, sozusagen auf kultigen Wahnsinn, wir bleiben trotzdem da. Besser wird's nimmer. Kann man sich damit abfinden? Ja.
Genau. Na gut. Dann, wir sehen uns. Palim, palim. Küsschen, küsschen. Schönen Bussi Abend. Und Baba. Baba. Baba.